Später Nachmittag auf der Wache Köln-Mülheim. Auf dem Präsidium geht alles seinen gewohnten Gang. Den Beamten steht allerdings ein emotionaler Fall bevor. Vor allem Polizeioberkommissarin Ilka Fischer erwartet heute eine ganz besondere Aufgabe. So. Hallo. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Juliane Albert mein Name. Ich habe die kleine Maus vorhin auf dem Spielplatz aufgegriffen. Also ich bin ganz, nicht Ihr Kind? Nein, das ist nicht meine Tochter. Also ich war mit meinen zwei Kindern und mit meinem Mann zum Spielplatz gegangen. Ja. Und dann habe ich die kleine Mausi da stehen sehen. Kommst du zu mir, Mäuschen? Hi, grüß dich. Ich nehme dich an. Oh. Jetzt wirst du riesengroß. Dann ich bin total fassungslos, weil die kleine Maus also mindestens eine halbe Stunde komplett ohne Aufsicht auf dem Spielplatz war. Ich stand jetzt auch die ganze Zeit dort. Kannst du einmal die Personalien aufnehmen? Ja. Die Frau hat das kleine Mädchen hier auf dem Spielplatz gefunden, ist aber nicht ihre Tochter. Dann gehen wir beide eine Runde spielen. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Darf ich mal sehen? Ist das von dem Kind? Genau, von der kleinen Maus habe ich das mitgenommen. Ich dachte, ich nehme das jetzt einfach mal mit. Ja, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Oh, guck mal. Ich kann mir auch nicht vorstellen. Darf ich zu dir kommen? Ja? Oh, guck mal, wir haben ganz viele Polizeisachen. Frau Albert, ja? Genau. Okay. Und Sie haben keine auffälligen Erwachsenen, lassen Sie mich mal fragen, keine Erwachsenen gesehen, die eventuell dazugehören könnten? Nein, gar nicht. Also ich stand jetzt über eine halbe Stunde noch mit der Kleinen auf dem Spielplatz, habe abgewartet, ob da vielleicht noch jemand kommt. Ja. Und jetzt dachte ich, nein, ich nehme die Kleine mit und komme mal hier hin, weil ich kann die kleine Maus ja nicht auf dem Spielplatz stehen lassen. Sehr gute Idee. Darf ich noch mal Ihren Ausweis? Ja. Ich notiere mir mal Ihre Personalien. Also in jedem Fall vielen Dank. Ja, Sie haben da gut reagiert. Und es ist ja auch nicht alltäglich, dass eine kleine Person da auf dem Spielplatz einfach mutterseelen allein steht. Definitiv, da haben Sie vollkommen recht. Klaus Wiebel fragt sich, warum das Kind nicht schon als vermisst gemeldet wurde. Der Beamte sieht sich den Rucksack des Mädchens an, um darin Hinweise auf die Identität der Kleinen zu bekommen. Aha. Das macht Pause. Das guck mal hier, ich habe den ersten Hinweis. An die Eltern der Kindergruppe Zwergenstube, Einladung. Am Samstag, Elvira Neute. Also das Mäuschen hier hat ein Shirt an, da steht Maxi vorne drauf. Ja, haben wir da was? Nee, das haben wir hier nicht. Haben wir nicht. Wir haben die Tagesmutter mit Namen Elvira Neute. Ich versuche da mal zu ermitteln. Ja, genau. Wir spielen eine Runde, würde ich sagen. Spielt mal eine Runde, ne? Alles klar. So. Komm, würfel du mal. Ich würfel auch. Der Dienststellenleiter schickt Erik Stein und Marc Westerhofen zu der Anschrift von Maxis Tagesmutter in Köln-Mülheim. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Erzieherin das Kind bereits vermisst. Es stellt sich jedoch ganz anders dar. Elvira Nolte. Ach, wie süß. Okay, Licht haben wir schon mal. Oh, guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Sie sind Frau Nolte? Ja. Frau Nolte, wir haben ein unschönes Vergnügen, das wir uns jetzt heute hier bei Ihnen vorstellig machen müssen. Wir haben ein kleines Mädchen bei uns auf der Wache. Mhm. Die wurde von einer jungen Dame zu uns gebracht. Und die hatte im Rucksack ein Zettelchen drin. Und da waren Sie quasi hinterlegt, dass Sie diejenige sind, die auf die aufpassen. Mhm. Maxi heißt die Kleine. Ja, das kann schon sein. Aber ich habe heute eigentlich meine Tageseinrichtung geschlossen. Okay. Von daher weiß ich nicht. Die Frage ist nur, die Eltern sind alle informiert darüber, dass es geschlossen ist? Ja, wissen alle. Also, und ich bin auch nicht ganz so gut dran, deswegen habe ich ja halt heute auch zu und würde mich auch gerne wieder hinlegen. Also, ja, wenn dem so ist, dann wollen wir Sie auch gar nicht so lange stören. Hätten Sie vielleicht noch trotzdem die Möglichkeit, entweder selber die Mutter zu verständigen oder uns die Nummer zu überreichen, dass wir Maxi und Mama wieder zusammenführen können. Ja, klar, Moment, dann schaue ich mal nach der Nummer. Ja. Mhm. Ja. Ich funke in der Zwischenzeit schon mal. Wie ist die denn drauf hier? Arnold 1532, komm. Gerade dann, wenn die Polizei bei einem vorstellig wird und um Mithilfe bittet, ist es in der Regel so, dass diese Mithilfe auch gewährt wird. Hier war es allerdings anders. So, das ist hier die Nummer von Frau Fischer, das ist Maxis Mama und dann denke ich, hat sich das hier erledigt. Ne? Ja, warten Sie ganz kurz, wir sind noch nicht ganz durch. Wir versuchen jetzt gerade mal anzurufen. Ja.
Da muss ich ja nicht bei sein, oder? Ja doch, wir brauchen ja, sie. Ja, falls, ne? Falls da keiner dran geht, dann bräuchte man wenigstens eine Adresse oder so. Das ist ganz schwierig für uns, wenn das kleine Mädel jetzt die ganze Zeit bei uns bleibt. Sekunde bitte. Diese Rufnummer ist uns nicht bekannt. Das ist aber die Nummer von Maxis Mama, von aber Frau Fischer. Haben Sie verschrieben vielleicht? Nö, eigentlich nicht. Aber die Rufnummer ist nicht bekannt. Ja, dann muss sie mir wohl eine falsche gegeben haben. Guck mal, wir haben ja zwei, aber einer hat ein Loch, habe ich gerade gesehen, da. Hast du das gesehen? Guck mal, ein Loch. Sollen wir dem mal ein Pflaster holen, wir zwei? Ja. Ja, komm, wir holen mal ein Pflaster. Na? So geht das nicht. Der Bär braucht ein Pflaster. Passiert? Oh, ja. Guck mal, der hat ein Loch. Ja, dann aber Loch. Mal los. Guck mal hier. So, kannst du mir kurz zuhören? Ich höre dir immer zu, bei allem. Also, dieses Einladungsschreiben, was wir da im Rucksack gefunden haben, ne? Ja. An eine Elvira Nolte. Das ist die Tagesmutter. Ja. Die haben wir im Übrigen erreicht, der 1532. Und die Frau Fischer, die leibhaftige Mutter dieses Kindes, ja. Hat noch gar keine Ahnung vom Verschwinden ihres Kindes. Ja. Also da sind wir jetzt dran und okay. Einen Schritt weiter. Und jetzt versuchen wir mal... Sei fleißig, ich gebe alles. Ja? Okay. Der hat ein Loch. Komm, wir setzen uns mal an die Seite und dann kleben wir dem Bär mal das Loch zu. Wir verarzten jetzt den Teddy. Ja. Wir machen das jetzt. Pass auf. Ich setze mich hier hin. Willst du sitzen? Ja, komm hoch. Oh, kommst gar nicht hoch. Oh. Pop, hinsetzen. So, hier ist das Loch. Kannst du es auspacken, das Pflaster? Nein. Soll ich machen? Ja. Mach ich. Guck mal hier. Ändert nichts an der Tatsache, wir müssen wissen, wo die Mama ist, ne? Und wir kennen die selber ja nicht. Da. Wer ist da? Elvira, warum ist die Polizei hier? Elvira. Warum ist die Polizei? Hallo. Hallo. Wer sind Sie denn überhaupt? Frau Fischer, hallo. Sie sind Frau Fischer. Frau Fischer? Hallo. Ah, Moment mal gerade. Okay. Wo ist Maxi? Hat sich das erledigt? Dann tschüss, ne? Hey, jetzt warten Sie doch bitte ganz kurz. Wo ist Maxi? Sie sind die Mutter von Maxi? Ja, genau. Die Maxi ist bei uns auf der Wache. Warum ist die Maxi? Das versuchen wir noch herauszufinden. Elvira, die ist heute irgendwie abhanden gekommen und eine besorgte Bürgerin hat sich gedacht, kleines Kind, dunkle Jahreszeit, um diese Uhrzeit allein draußen, hat die zu uns gebracht. Moment, ich war heute nicht gut dran. Also Vanessa hat sich um die Kinder gekümmert. Also ich habe keine Ahnung, was da ist und warum die auf der Wache sind. Also erstmal meinem Kind geht's gut. Ja, tatlos. Eine kurze Frage. Sind Sie informiert worden darüber, dass die Tagesstätte heute geschlossen hat? Nein. Und gar nichts. Also haben Sie ja gerade mich angelogen. Das finde ich ja schon mal wieder fraglich. Nein. Vanessa hat sich heute hier abgegeben. Vanessa hat sich dann darum gekümmert. Die war mit Sie haben mir aber gerade uns gerade gesagt, dass die Eltern alle informiert sind. Ja, die sind doch alle informiert. Aber sind ja scheinbar nicht informiert. Jetzt haben wir eine besorgte Mama hier. Das Kind davon ist auf der Wache, weil das Kind irgendwo gefunden worden ist. Und das ist alles ein bisschen fragwürdig, was Sie uns erzählen. Na, ich gebe Anton schon mal Bescheid, dass hier offen war. Arnold schon mal Bescheid, dass hier offen war und dass Vanessa ist ihre Mitarbeiterin. Ja, Vanessa ist die hatte die Fürsorge heute für die Kinder. Aber die Vanessa ist die Mama. Zuverlässig. Die Vanessa würde meine würde Maxi nicht, niemals alleine lassen. Das versuchen wir jetzt gerade erst zu klären. Ihrem Kind geht's gut. Sagst du bitte Arnold noch Bescheid, dass die Mama auf jeden Fall da ist. Auf der Wache erfährt Klaus Wiebel, dass die Kindertageshilfe Vanessa eigentlich auf die kleine Maxi aufpassen sollte. Der Beamte informiert Ilka Fischer und empfängt die nächste Besucherin. Sie ist in heller Aufruhr. Hallo, guten Tag. Ich wollte zwei Kinder als vermisst melden. Die sind uns ausgebüxt. Wir waren auf dem Spielplatz, hatten einen Ausflug gemacht und die zwei Kinder sind... Ganz langsam. Haben Sie einen Ausweis da? Ja. Geben Sie mir den schon mal und dann tief Luft holen und... Also ich bin die Vanessa. Ja. Und... Frau Henning, ja? Genau. Gut, so, nochmal Spielplatz. Genau, wir waren auf dem Spielplatz mit meiner Chefin, ich bin Kindertageshilfe. Und dann bin ich mit dem einen kleinen Jungen weggegangen, weil er hatte Bauchschmerzen und meine Chefin ist dann mit den fünf weiteren Kindern da geblieben. Okay, ich muss Sie jetzt was fragen. Können Sie die Kinder beschreiben? Ja, also es ist einmal die Maxi Fischer, die ist klein. Moment, Maxi Fischer? Ja, Maxi Fischer. Ilka? Ja? Kommst du mal bitte? Wir kommen. Du hast einen ganz strubbeligen Mund. Guck mal, viele Krümel dran am Mund. Mach mal die Krümel ab. So, die junge Dame kann möglicherweise etwas über Maxi Fischer erzählen. Okay, sind Sie die Mama? Ich,
Nein, ich bin nicht die Mama. Ich bin die Kindertageshilfe. Ich war mit meiner Chefin, Kollege Chefin, ich war mit ihr auf dem Spielplatz mit 5 weiteren Kindern. Und sie ist uns ausgebüxt mit noch jemand anderem, also mit der Lilly Buchholz. Und aber mir ist so erklärt worden, dass Sie da die Aussicht nicht gehabt haben über die Kinder. Dass die Kinder gar nicht von sich aus abgehauen sind, sondern dass Sie gar nicht da waren. Wer hat Ihnen das denn erzählt? Die Chefin, so habe ich das gerade verstanden. Also so ist das, so ist das rübergekommen. Nein, das stimmt gar nicht. Das stimmt auf gar keinen Fall. Das war so. Und zwar, ich bin mit einem kleinen Jungen weggegangen, weil er hatte Bauchschmerzen. Okay. Ich bin dann zurückgegangen und sie hat gesagt, sie passt auf die 5 weiteren Kinder auf. So, dann kam sie am Ende nur noch mit 3 Kindern zurück. Okay. Sie kam am Ende nur noch mit 3 Kindern zurück und ich hatte mich direkt gewundert gehabt. Ich war erschrocken, weil warum nur 3 Kinder? Und sie meinte dann, ja, die anderen 2 Kinder würden ja den Weg kennen, die hatten Verstecken gespielt gehabt und... Die würden den Weg finden. Wissen Sie, wie klein die sind? Ich weiß. Selbst 5-Jährige kann man nicht alleine lassen. Ich weiß, ich war auch schockiert. Nein, kann man nicht alleine, oder? Nein. Nein, natürlich nicht. Ich habe sie direkt gesucht gehabt, ich habe sie nicht gefunden. Eine Stunde lang war ich unterwegs. Sie hatte mir auch gedroht gehabt, dass wir unser Job verlieren werden, wenn ich zur Polizei gehe oder die Eltern beständigen werde. Na, da müssen wir, glaube ich, nachher noch mal drüber sprechen. Ne? Aber wichtig ist ja jetzt erstmal, Sie helfen mir ein bisschen, Sie bleiben im Moment hier. Ja, wir haben uns schon super angefreundet, aber trotz alledem, Sie kennen ja die Maxi dann besser. Sollen wir noch mal ins Büro gehen, zusammen spielen? Nehmen wir sie mit? Darf die auch mitspielen? Ja? Ich habe gerade mit Arnold eine Rücksprache gehalten. Die sind jetzt darüber in Kenntnis gesetzt, dass wir die Mama hier haben. Die haben jetzt aber noch die Info rausgegeben, dass noch ein zweites Kind vermisst ist, Lilly Buchholz. Sagt Ihnen der Name Frau Nolte, Lilly Buchholz noch etwas? Ja, ja, die ist auch bei mir in der Gruppe. Ja, aber wie gesagt, die Vanessa hatte die. Die Vanessa würde die Kinder niemals alleine lassen. Gerade ein bisschen weiter hervor, sonst muss ich mal weiter zu Ihnen kommen. Die Vanessa hatte die Kinder heute. Wie gesagt, ich war schlecht dran und Vanessa hatte die Kinder. Ja, weiß ich doch nicht, wo die Lilly ist. Das kann Ihnen doch nicht alles egal sein. Sie wollen uns gleich die Tür wieder zumachen und sagen, halt, ist mir alles egal, wo meine Kinder sind, interessiert mich nicht. Diese Vanessa ist eine Mitarbeiterin. Ja, das ist meine Mitarbeiterin. Und die hat jetzt die Kinder eigentlich in der Obhut. Richtig, genau. Jo, und das scheint ja wohl irgendwie auch nicht so zu funktionieren. Die Lilly ist weg. Was? Die nächste Mama abholen. Was? Wo ist Lilly? Vanessa, was ist passiert? Hatte die Kinder heute. Ich war nicht gut dran und Vanessa hat die Kinder gehabt. Wo ist Lilly? Was ist mit Maxi? Ahnung, also Maxi ist auf der Wache. Dürfen wir einmal kurz wissen, ist Lilly auch Sie bei Maxi? Wer sind Sie denn jetzt? Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Marc Westerhofen fragt sich, warum die Tagesmutter so verantwortungslos und desinteressiert am Wohl der Kinder ist. Die Beamten sind sich mittlerweile ziemlich sicher, dass die Erzieherin lügt. Weil, wissen Sie, Ihre Mitarbeiterin sagt einerseits, Sie hätten hier Obhut. Sie sagen jetzt, nee, die Vanessa hat hier Obhut. Na, damit wir das klären können, kriegen Sie auf jeden Fall noch mal Post. Dann können Sie nochmal zu uns kommen. Die erste Person, die Obhut hat, sind Sie. Das ist Ihre Tagesstätte. Ich bin auch völlig sprachlos. Ja, aber ich habe der Vanessa heute die Kinder. Wer kommt denn da jetzt noch an? Da ist Lilly. Da. Oh, hallo. Nein. Hallo. Oh, wer sind Sie denn jetzt? Ich bin der Nachbar hier. Ganz kurz, erstmal die Begrüßung hier mal, alles gut. Der geht's gut? Ja, alles super, ne? Ja, ich war mit Freunden verabredet im Park. Super, erklären Sie mal, wer Sie sind und was Sie gemacht haben. Und erstmal, ich gehe mal von aus, alles richtig gemacht. Das Kind ist hier gefunden. Genau. Großeltern. Hier ist die Tasche, also ich bin der Jasper. Jasper. Ich bin der Nachbar hier. Prima. Jasper H., genau. Und ich war vorhin mit Freunden im Park verabredet. Und da habe ich auf mein Kind heulen gehört. Dann bin ich zu dir hingegangen, habe geguckt, im Rucksack geguckt, da war ein Zettel drin von der Tagesstätte. Alles klar. Ich bin direkt nebenan, die war alleine da gewesen? Alleine, ja. Habe ich sie gefunden. Genau, also da. Ja. Ist doch alle da. Ich verstehe es immer noch nicht, wie das passieren konnte. Was soll ich dir sagen? Ich hatte einfach keinen Bock auf Kinder. Das war nie meine Erfüllung der Träume. Ich war Friseuse. Und dann lässt du die Kinder alleine? Ja. Also ich möchte, dass sie auf jeden Fall angezeigt werden. Sie haben die Aufsicht sich verletzt. Ja. Sie haben den ganzen Tag, sie können nicht verlangen, dass die Kinder einfach alleine sind. Ich möchte die Dame auf jeden Fall anzeigen. Ja, zeigt mich an, alles gut. Stell dir vor, der Jasper hätte die Kleine nicht mit... Also, ich finde... Ja. Gut, dann haben wir jetzt schon mal wie gesagt, geklärt, wo der Hund vergraben lag. Die wäre noch ganz allein auf dem Spielplatz, wenn Jasper sie nicht gefunden hätte. Ja. Frau Nolte, Sie werden postalisch von uns verständigt. Das ist natürlich eine Verletzung der Aufsichtspflicht und gerade Sie, wenn Sie das gewerblich machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die zuständigen Behörden das nicht unbedingt gerne hören. Und ich weiß auch nicht, wie sich solch eine Nachricht hier im Kreise der Mütter verbreitet. Aber das könnte durchaus schlecht für Sie enden.
Gut, dann ist das halt so. Wir sind dann auch erst einmal fertig. Können wir zur Wache fahren, dass ich Maxi auch abholen kann? Ja, ich würde gerne die Anzeige aufgeben. Gut, sind Sie mit Ihrem privaten Kfz hier? Ich bin mit der Bahn gekommen. Bist du mit dem Auto gekommen? Nee. Nee, auch nicht. Dann fahren Sie alle mit. Alles gut, wir fahren alles bei uns. Dann kriegen wir das hin. Ja. Ja. So. Du strahlst. Ich strahle, ich habe auch allen Grund dazu. Das ist ein letzte, gutes Zeichen. Das letzte Kind wurde gefunden. Von einem Jugendlichen. Okay. Und alles in Ordnung. Wo war sie? Gesund, und, sie gesund und munter. Wir kriegen gleich die Informationen. Okay. Alle beteiligten Eltern kommen hierher. Der 1532 kommt hierher. Und insofern, wow. Ja. Die Tagesmutter erhält Anzeigen wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht sowie wegen Aussetzung. Ihr Gewerbe als Tagesmutter ist sie los.